Das ist übel dumm. Okay. Ich wette, es wird nicht witzig. Also, drei Männer laufen so durch den Wald, ne, unterhalten sich so ein bisschen über ihre Frauen und irgendwann treffen sie auf so einen Kübel, ja. Und dann denkt sich, hey, was steht hier ein Kübel rum? Nehmen den so hoch und dann so puff und so ein Genie erscheint. Und der Genie sagt so, oh, ihr habt mich gefunden, ihr seid die Ersten seit mindestens 400 Jahren, die mich gefunden haben. Deswegen gewähre ich jedem von euch drei Wünsche. Sagt der Erste so, ich wünsche mir auf jeden Fall ein richtig, richtig dickes Haus, ne, so mit Pool und allem drum und dran. Der Genie sagt so, kein Problem, zack, ne, daheim, fette Villa erschienen. Der Zweite sagt sich, ja, Familie ist mir schon wichtig und so weiter. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass meine Frau für immer an meiner Seite bleibt und dass sie mich immer lieben wird. Der Genie so, zack, easy, gar kein Problem. Und dann der Dritte so, ja, ich wünsche mir, dass sich mein Arm immer so dreht. Der Genie guckt den so voll verstört an. Ja, okay, kein Problem. Zack, und der Arm fängt sich an zu drehen. Der Erste ist wieder dran. Ja, also, ich hätte auf jeden Fall gerne noch so einen richtig fetten Bankaccount, ne, mit richtig viel Cash drauf, das nie leer geht. Der Genie so, haha, du geldgeile Sau. Zack, easy, gar kein Problem. Hat jetzt immer Geld. Der Zweite, ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall auch Kinder, ja. Drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädchen. Und die sollen richtig groß und erfolgreich und gesund werden. Genie, oh, du Familienmensch, zack, easy. Drei Kinder sind da. Jonathan, grüß dich. Dann kommt der Dritte wieder dran, ne, steht so dran. Ja, ich wünsche mir, dass sich mein anderer Arm auch so dreht. Der Genie guckt den so voll verstört an. Ja, okay, zack, der steht da die ganze Zeit so dran. Kommt, der Erste wieder dran. Ja, mein letzter Wunsch, also ich wünsche auf jeden Fall ein richtig dickes Auto, was keiner auf der Welt hat. So eine richtige Individualanpassung, dass einfach jeder weiß, das ist mein Auto. Genie so, oh, du intelligenter Typ, zack. Und der Typ düst ab mit seinem neuen Auto, seinem fetten Bankaccount in seine Villa und hat ein richtig reiches Leben ohne Geldprobleme. Der Zweite kommt so dran. Ja, ich wünsche auf jeden Fall auch noch, dass meine Frau und ich genau am selben Tag sterben, dass keiner leiden muss und so weiter und dass wir einen richtig schönen, entspannten Tod haben und dass es uns gar nicht juckt und, ne, also dass wir einfach friedlich von der Welt gehen können, gemeinsam mit meiner Frau. Der Genie so, oh ja, okay, zack. Und der Mann geht von dann und geht zu seiner Familie. Der Dritte, ja, ich wünsche mir, dass sich die ganze Zeit mein Kopf dreht. Der Genie so, oh, okay, zack. Und der Typ steht so dran und geht auch von dann. Und die anderen haben sich schon gedacht, hey, was macht ihr die ganze Zeit? Nach 5 Jahren oder so treffen sie sich wieder. Sagt der Erste so, ja, mein Leben ist so geil. In meiner Villa, in meinem Haus. Das ist richtig gut, richtig entspanntes Leben. Finde ich richtig geil. Der Zweite kommt und sagt, ja, also wirklich, ich habe so eine geile Familie und mir geht's so gut und all meinen Verwandten geht's gut und es macht einfach richtig Spaß. Kommt der Dritte, ich habe mir übel den Scheiß gewünscht. Ich find den so geil. Aber ich hab halt keine Ahnung, wie der im Stream ankommt. Aber ich find den so witzig. Hey Hansi, was geht? Sorry, aber ich finde, der ist super dumm, aber allein die bildliche Frist. Alter.